KZ. Im KZ drüber länger nachzudenken. Es hier klingelt schon wieder. Ist die Startnummer 13 in der heutigen Abfahrt von Kitzbühel. Matthias Meyer weiß, er hat es auch drauf. Drittschnellster im zweiten Training. Gestern Rang 2 im Super-G. Selbstvertrauen passt, Setup passt. Und die Form sowieso. Sauber. Schnell. Guckt einen gut rein. Jetzt kommt er auch sehr hoch rum. Auf das hat er sich ganz besonders konzentriert. Das hat gut man jetzt gefahren. Gemerkt. Den wollte er hoch erwischen. Dann nimmt er Tempo mit. Ja. Jetzt hoch bleiben. Ja, zumachen. Zumachen. Schafft er. Schafft er, das ist gut, das ist eine gute Linie. Ja. Oberen Teil gut erledigt, 32. Zwischenzeit voll dabei. 25 Hundertstel. 109 km/h. Fährt das gleiche Material wie der Claret, hat Head auf den Beinen, wenn man nicht alles täuscht. Claret fährt auch Head und der hat einen super Ski gehabt da außer. Kann der Mate aufholen, kann der Mate aufholen, ja. Falls auch. Mhm. 18 Hundertstel. Bleibt da in der Hocke. Könnte dadurch den Rückstand jetzt weiter verringern. Wir wünschen ihm, dass könnte ihn verringern, jawohl. Wir wünschen ihm, dass er es im Ziel wieder so genießen kann wie gestern. Was war das für eine Pose? Du, der ist jetzt perfekt gefahren, die Kurven. Seitenweich angesetzt und draufgegangen, auch da eng dabei, vor das Tor nieder, volle Kampflinie, haben wir 17, na, jawohl. Noch immer in Führung, 600stel jetzt der Vorsprung. Und jetzt geht's drum, jetzt zählt's. Wie gesagt, er hat sich angeschaut, die etwas weitere Linie durch die Kompression durch nach der Hausbergkante in den Traversen. Eine hoffentlich gelingt ihm das so, wie er sich das vornimmt. Hoffentlich hat es auch die Auswirkung, die er sich erhofft. 800stel. Und wie fährt das? Wie fährt das? Auf Zug. Hoch bleiben. Ja. Auf Zug. Bleibt hoch. Oh, das ist gut. Das ist gut. Gehen. Das 44,95. Jetzt entscheidet nur noch die perfekte Hocke. 142 km/h. Super schnell. Auf den letzten Metern. 1,55, 81 geht sich für ihn. Ja! Matthias Meyer stößt die beiden auf Rang 2. Aufstehen! Aufstehen! Und geht in Führung. Rot-Weiß-Rot. Schau jetzt wieder. Und da hinten schleppt der Bär. Der lässt ihn oben. Wahnsinn. Und da hinten?